Was geht, Freunde? Willkommen zu einer weiteren kleinen Runde mit der Diablo 4 Beta. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir hatten ja jetzt in den letzten zwei Videos den Barbaren ausprobiert und die Zauberin. Und jetzt werden wir das Ganze auch mal mit der Jägerin machen. An der Stelle auf jeden Fall nochmal Dankeschön für eure Unterstützung bis hierhin. Wenn euch das Ganze gefällt und ihr Bock habt auf mehr, dann auch gerne eine Bewertung da lassen. Das hilft auf jeden Fall sehr weiter. Pusht das Video und pusht natürlich auch den Kanal. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt mal ganz schnell ein. Nehmen wir den hier einfach. So. Accessoires und so. Ja, das passt schon. So, okay. Ich nenne ihn Dutch. Wegen Predator. Weltenstufe 2 wieder. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt durch. Ansonsten auch gerne in die Kommentare schreiben, was eure Lieblingsklasse bisher ist von den drei, die wir jetzt gleich mal abchecken werden. Jetzt hier mit dem Jäger. Die letzte erst. For humankind. It was forged as a refuge from the war between the high heaven. So, einmal überspringen. I find better shelter before I freeze. Okay. Wie gesagt, nächste Woche zur offenen Beta werden ja die anderen beiden Klassen auch noch wählbar sein. Dann können wir die auch gerne mal anzocken, wenn ihr da Bock drauf habt. Und jetzt. Wie gesagt, jetzt erstmal den Jäger und dann könnt ihr mir reinschreiben, was ihr am coolsten findet. Auch zum Zuschauen und so. Die Zauberin hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wie gesagt, den Barbaren, da müsst ihr eigentlich auch nochmal reinschauen, dem auch nochmal ein bisschen mehr Chance geben, da genau nochmal auf die Fähigkeiten zu schauen. Das, wie gesagt, das habe ich ja nicht so gemacht wie bei der Zauberin. Allgemein muss ich schon sagen, es macht schon Bock. Es ist schon cool. Was natürlich auch ganz cool wäre, wenn ich mal auch so ein World-Event sehen würde. Das wäre auch ganz nice, aber ich weiß halt nicht genau, wann die stattfinden und so. Aber mal schauen. Mal schauen. Was ich auch noch fragen wollte, vielleicht wisst ihr das, ja? Wird es vom Release nochmal eine Beta geben, eigentlich? Also, oder ist es jetzt die einzige Beta, oder weiß man das noch gar nicht? Weil das ist ja, es ist ja noch einige Monate hin zum Release. Es kann ja sein, dass sie vorher auch nochmal eine andere Beta machen. Another abandoned town. Yeah, yeah. Demons. So, schnell hier rein. Fangs in the dark. Ah, he bit me. He bit me. He's a wild one. What's come, I'll explain. Wir werden jetzt wie bei der Zauberin einfach das alles überspringen, was wir schon hatten. Ja, damit wir ein bisschen vorankommen hier mit dem Jäger. That poor monk back there must have gone inside. Even a holy man like him was driven mad by whatever he saw. He's driven mad. Could you so. Okay, also, erste Fähigkeit. Was haben wir denn hier? Belebenden Schlag. Greift einen Gegner im Nahkampf an, verursacht 7 Schaden und erhöht die Energieregeneration 3% lang um 20%. Okay. Dann Gleitklinge. Stecht schnell auf euer Ziel ein, fügt ihm 4 Schaden zu und gleitet, wodurch ihr euch 3 Sekunden lang frei durch die Gegend bewegen könnt. Was heißt das denn? Also sind wir denn einfach schneller unterwegs oder was? Einstich, werft Klingen über eine kurze Distanz und verursacht 6 Schaden. Jeder dritte Einsatz verlangsamt Gegner 2 Sekunden lang um 20%. Kritische Treffer verlangsamt immer. Ja. Herzsucher, schießt einen Pfeil ab, der einen Gegner aufsucht. 7 Schaden verursacht und eure kritische Trefferchance gegen ihn 7 Sekunden lang um 3% erhöht. Bis maximal 15%. Nee. Das klingt irgendwie nicht so cool, ehrlich gesagt. Feuert einen kraftvollen Pfeil auf einen Gegner und fügt ihm 6 Schaden zu. Jeder dritte Einsatz macht den Gegner 2 Sekunden lang verwundbar. Ich weiß nicht. Ja. Boah. Ich nehme einfach mal die Gleitklinge. Auch hier, Freunde, wenn ihr selber den Jäger gespielt habt, könnt ihr gerne mal reinschreiben, was ihr so genommen habt. Und wo ihr sagt, ey, das war cool oder nicht. Clear out when the storm has passed. Ja. Sollen sie doch. Komm her, Bär.
Okay, mit ihm geht er, also mit ihm geht er aber auch ganz schön schnell drauf, der Bär. Auch gar keine Chance. Ja, die geht schon ganz gut ab, die Fähigkeit. Die geht ganz gut ab. Komm doch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die nehmen wir auch nochmal ganz kurz mit. Also ich muss wirklich sagen, Steuerung mit dem Controller ist... Also, ich kann mich bisher noch nicht beschweren. Es ist halt so, das Ding, wenn später noch mehr Fähigkeiten hinzukommen, könnte es vielleicht, vielleicht über, ich weiß nicht, aber ich hatte beim dritten Teil auch nicht so das Gefühl, dass es dann irgendwie überladen war oder sowas. Eigentlich nicht. Eigentlich hat das alles so gepasst. So. Komm schon, komm schon. Wo sind sie denn jetzt hier, die Schweine? Ach, eine Armbrust. Okay. Also Distanzfähigkeiten haben wir auch mit ihm. Ne? Das macht Sinn. Ne? Sag mal, wo sind denn die Gegner? Ey, trauen die sich nicht? Also die Fähigkeit ist schon mal ganz nice, muss ich sagen. Oder? Die haut schon ganz gut rein, habe ich zumindest den Eindruck. Dann können wir ja mal, die andere probieren. Das hier, ein Stich. Werft Klingen. So, warte. Werft Klingen über kurze Distanz. Ja. Ja, ach, weiß nicht, da hat mir das andere spontan erstmal besser gefallen. Herausforderung nah und fern. Ja, mit dem ganzen Zeug. Ja, mit dem ganzen Zeug. Kiste nehmen wir auch nochmal mit. Ja, oh. Ja, nicht schlecht eigentlich. Also nicht schlecht, aber irgendwie in die Leute reinstechen ist noch irgendwie ein bisschen cooler. So, das war schieß einen Pfeil. Hm, okay. Need more time. Ja, ja, ist ja gut. Nehmen wir mal die Armbrust. Boah. Ja, ja, ist halt Armbrust und Pfeil und Bogen, wa? Ist okay. Jo, kann man machen, aber... Scheint jetzt auf den ersten Blick nicht so krass spektakulär zu sein, ne? Ist natürlich ganz cool so für die Distanz, ja? Schon wieder Upgrade. Ja, Level Up meine ich. Was? Ja, oh, ja, ja, naja. Weiß nicht. Was meint ihr dazu? So, was haben wir hier noch? Kraftvoller Pfeil. Ist halt von der Mechanik her ähnlich, nur halt andere Auswirkungen. Hm. Ja, bin ich jetzt nicht so ein Fan davon, ehrlich gesagt. Was hatten wir noch nicht ausprobiert? Das hier, glaube ich, oder? Belebender Schlag. So. Was haben wir denn hier noch? Sperrfeuer. Entfesselt ein Sperrfeuer aus 5 Fallen, die sich ausdehnen und jeweils 10 Schaden verursachen. Jeder Fall verfügt über eine Chance von 20%, bis zu einmal von einem Gegner abzuprallen. Querschläger verursachen 40% des Basisschadens. Das ist
das hört sich wiederum ganz gut an, ehrlich gesagt. Schraubklingen. Spießt einen Gegner mit euren Klingen auf, verursacht 14 Schaden und fügt ihm anschließend 8% mehr Schaden zu, solange er aufgespießt ist. Nach anderthalb Sekunden kehren die Klingen zu euch zurück. Durchschlagen Gegner und verursachen dabei 22 Schaden. Das hört sich auch mega geil an, ehrlich gesagt. Das hört sich richtig cool an. Klingensturm. Entfesselt einen Sturm aus Klingenhieben, der Gegner vor euch viermal trifft und jedem Gegner insgesamt 18 Schaden zufügt. Hört sich auch nicht schlecht an, ehrlich gesagt. Durchschlagender Schuss, schießt einen Pfeil ab, der alle Gegner in einer Linie durchschlägt und 36 Schaden verursacht. Und dann noch Schnellfeuer, feuert schnell 5 Pfeile ab, die jeweils 12 Schaden verursachen. Das, nehmen wir erstmal das hier, oder? Boah! Okay. Ich glaube, jetzt wird es interessant mit denen. Das ist natürlich... Okay. Okay, okay. Das ist ganz cool, ehrlich gesagt. Das ist nicht schlecht. Okay. So, das ist besser, das ist besser, das ist besser. Das ist nicht schlecht. Aber ich glaube, das wäre ganz cool, das habe ich jetzt gerade gemerkt. Wenn nämlich da die Energie ausgeht, wäre es natürlich ganz geil, wenn du dann auch noch normal schießen könntest, weißt du? Das wäre natürlich ganz nice. Oder halt die Klinge werfen könntest. Ich probiere mal die Kombination mit dem Schnellfeuer einfach mal. Okay, das ist cool. Das ist ganz cool, ehrlich gesagt. Ach Mann, ey, das ist auch ganz nice, ehrlich gesagt. Aber ich merke, je mehr ich mich hier mit den anderen Klassen auseinandersetze, desto unfairer ist es für den Barbaren. Wir müssen den Barbaren nochmal zocken. Bevor die Beta zu Ende ist, muss ich nochmal, also dieses Wochenende meine ich, muss ich auf jeden Fall nochmal beim Barbaren reinschauen. Um da auch nochmal die anderen Fähigkeiten abzuchecken. Das kann ich nicht so stehen lassen. Der Barbar, ey, der hat zu wenig Liebe bekommen. Der ist auch nur ein cooler Typ, ey. So. Weil das hier rumprobieren, rumexperimentieren mit den verschiedenen Fähigkeiten, das macht schon ultra Bock bei den anderen Klassen. Aber wie gesagt, das müssen wir für den Barbaren auch einmal machen, wenigstens. Ah, das ist auch ganz cool. Die Kombination ist auch ganz nice. Okay, so, jetzt das nochmal komplett weg hier. Alles. Wir nehmen einfach nochmal das hier, zack, zack. Das Messer werfen ist echt nice. Dann haben wir durchschlagenden Schuss, den testen wir auch nochmal ganz kurz. Okay. I need more time. Ja, ist ja gut. Auch nicht schlecht, der Schlag. Durchschlagender Schuss, meine ich. Ach Mann, ey, das ist auch ganz cool, aber ich sage mal so, in Richtung Vollversion will ich mich wenigstens auf ein, zwei Klassen beschränken, oder? Also, ich glaube jetzt nicht, dass ich da komplett übertrieben heftig reinsuchte, dass ich da irgendwie mehrere verschiedene Klassen auf Maximum zocke oder lange zocke allgemein. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, so von der Spielzeit her, weißt du? Ich weiß es nicht. Aber der macht auch, irgendwie macht der auch Bock. Irgendwie macht der auch echt Bock. Es kann natürlich auch sein, dass bei der nächsten Wochenende Beta mit den Totenbeschwörer und Druiden, dass sich das dann schon wieder erledigt hat, weißt du? Dass sie noch krasser sind. Sehr gut. I'm not ready yet. Okay, die Kombi macht auch Bock. Also der harte Schuss macht auch Laune. Der macht auch echt Laune. Ups, jetzt habe ich da zweimal reingeballert. Ist ja egal, was ist das hier eigentlich? Erhalte zwei Energie, wenn ein Stich einen Gegner. Okay. Nochmal zurück, bitte. Zwei Energie
Klingt doch nicht verkehrt. So, jetzt klingen Sturm. Auch nicht schlecht. Immer an dieser Ecke, wa? Immer da rüber. Okay, das ist auch ganz geil. Oh, Leute, ich weiß nicht. Das ist nicht schlecht. Irgendwie ist diese Ecke da verbuggt. Keine Ahnung, was da los ist. So. I'm not ready yet. I'm not ready yet. Sag mal, bin ich jetzt hier andere Wege gegangen? Oder kommt mir das nur anders vor? Oder werden die Dungeons teilweise auch ein bisschen... Das ist auch... Das stimmt. Es gibt ja manche Spiele, wo das so ein bisschen zufallsgeneriert ist, aber hier ist wahrscheinlich alles von Hand gebaut, oder? Hier ist immer jedes Mal gleich, oder? Oder sind auch manche Instanzen, Höhlen oder so, auch teilweise zufällig aufgebaut? Dass mal, keine Ahnung, der Weg nicht nach links geht, sondern nach rechts. Ihr wisst schon, was ich meine. Das wäre natürlich auch ganz, eigentlich ganz cool so für kleinere Sachen. Um so ein bisschen nochmal den Wiederspielwert zu erhöhen. Obwohl ich es eigentlich trotzdem cooler finde, wenn so die großen, wichtigen Sachen, so, wo du sowieso 100% lang gehst, dass es eher von Hand gemacht ist, weil da irgendwie einfach mehr Liebe drin steckt, als wenn das alles zufallsgeneriert ist. Aber so kleinere Sachen, kleine Höhlen oder sowas, wo du mal ganz kurz reingehst, dass die vielleicht teilweise mal ein bisschen zufällig sind und bei dem einen oder anderen mal ein bisschen anders aussehen, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Doch, Loser. Ah. Ach, das ist schon. Ach man, das ist schon ganz geil, ey. Das macht schon Bock. Aber mit der Zaubern habe ich den viel, viel schneller platt gemacht. Viel, viel schneller. Ey Junge, was dauert der Kampf so lange mit dem hier? Komm schon, mach ihn platt jetzt. Sehr gut. Ah, das hat ein bisschen lange gedauert. So. Aber ich muss sagen, der Jäger macht schon Laune. Der macht schon Laune. Also das Werfen von dem Ding gefällt mir eigentlich ganz gut. So Schraubklingen. I'm out of energy. Ja. Ich weiß nicht. Sieht jetzt nicht so cool aus, ehrlich gesagt. Was war Schraubklingen nochmal? Spieß einen Gegner auf. Ja. Wir können es ja mal an einem Gegner testen, aber es scheint mir jetzt auf den allerersten Blick nicht so cool. So, was habe ich denn noch hier für geiles Zeug bekommen? Ach, guck mal hier. Hm. Ja, nice. Nice. Ja, Jäger macht auch Bock. Jäger macht auch Bock. Ach, Leute, Leute, Leute. Was habt ihr denn mit dem Jäger getestet vorne? Welche Kombi von Fähigkeiten? Ich meine, ich bin ja jetzt hier immer nur noch bei den anderen Charakteren ja auch Level 5 und so. Ich meine, später wird es ja noch ein bisschen interessanter, was man dann noch dazu nehmen kann für neue Fähigkeiten und so. You've returned. You returned!
The old lost souls, all of you. Die überleben ja gar keinen auf Spießerei, ey. Ja, direkt tot, die Loser. Oder muss ich gedrückt halten? Like us now. That was all of them. Light willing. Madman. Ja, ach nee. Also das Aufschießen ist jetzt nicht so mein Style, ehrlich gesagt. Finde ich jetzt nicht so cool. Also das finde ich echt ganz nice. Da nochmal einen extra reintun. Und hier... das Schnellfeuern, ehrlich gesagt. Ja. Die Kombination fand ich echt ganz cool. So, komm, alter Mann. Fire can cleanse the darkness in this place. So I was fed. Is this real? Überspringen wir auch, haben wir ja schon gesehen beim bei der Zauberin. You came to thank the light. You collapsed. I'm not ready yet. Tja, Leute, jetzt ist halt die Frage, ne? Ich müsste jetzt schon echt hart überlegen, welche Klasse ich von diesen drei nehmen würde. Schwer, ehrlich gesagt. Ist jetzt schon schwer. Ach, ey. Dann noch Totenbeschwörer, Droide noch dazu. Ist eigentlich darüber hinaus noch mehr bekannt an Klassen? Ich muss selber mal ein bisschen, doch mal ein paar mehr Sachen reinziehen, ey. Da gab's doch noch, also die ganzen anderen, da gab's doch noch mehr beim dritten, was war denn? Paladin zum Beispiel, glaube ich, gab's da, oder? Gab's da nicht Paladin oder ist das jetzt komplett Blödsinn? Ist das alles auch schon bestätigt, die ganzen neuen, also die ganzen Klassen oder sowas? Haben die schon so eine richtige Roadmap aufgestellt? Der Felskamm. Eiskalter Keller. Also der Jäger gefällt mir. Schon ganz gut. Ach, schwer. Was würde man wirklich dann nehmen? Okay, einmal nach oben. Das nehmen wir auch noch mal ganz kurz mit hier. So, schnell. Hier war doch noch so ein dicker Gegner. Bevor der Buff abklingt. Okay, alles klar. So viel zum dicker Gegner. Der konnte ja gar nichts. I'm not ready yet. Okay.
Ja, ich überlege gerade selber die ganze Zeit vorne. Keine Ahnung, ey. Keine Ahnung, was man nehmen sollte. Aber die Zaubern hat mich schon mega Bock gemacht. Ey, das war schon ganz spaßig. So, lass uns erstmal hier wieder runter, unten lang gehen. Also wir können gerne nächstes Wochenende dann die anderen beiden Klassen auch nochmal auschecken, auch wenn dann schon das Resident Evil 4 Let's Play natürlich läuft. Checkt es auf jeden Fall ab. Und wenn ihr noch nicht das Review gesehen habt dazu, zum Resident Evil 4 Remake, dann gerne auch mal vorbeischauen. Muss mal schauen. Aber ich denke mal, das kriegt man schon hin. Vor allem, wenn man dann nur das Wochenende die Chance hat, das mal auszutesten vorher, dann machen wir das auf jeden Fall mal. Weil, also, ich muss ehrlich sagen, ich hatte jetzt ehrlich gesagt gar nicht gerechnet damit, dass ich die Beta so nice finde, aber die hat mich schon ganz gut gepackt. Das ist, also, macht schon echt Laune. Und vor allem, wenn so viele Leute von euch am Start sind, dann können wir das auf jeden Fall, denke ich mal, zum Release zocken. Und da mal ein bisschen Spaß haben mit. Und dann schön von Anfang an eine Klasse sich überlegen, erstmal die auf jeden Fall vorantreiben. Je nachdem, wie es uns dann packt oder mich dann auch packt, gemeinsam mit euch vielleicht auch mal ein bisschen was anderes zocken. Ich weiß auch gar nicht, wie das geregelt ist, das könnt ihr auch mir gerne mal reinschreiben. Das läuft ja alles über den, diesen, hier weiß ich es nochmal, Battle.net-Account, ne? Und Crossplay und Cross-Progression ist ja auch alles dabei. Das habe ich auf jeden Fall schon gelesen. Das ist eigentlich auch richtig geil. Wie ist das eigentlich so? Kann man denn einfach locker easy Leute einladen? Oder kann man da irgendwie so eine Lobby aufmachen? Weiß man das schon so? Also könnte ich jetzt theoretisch jetzt meine Welt aufmachen und ihr könntet da rein? So? Oder wie läuft das denn? Ich weiß ja gar nicht. Ich weiß ja gar nicht, was sie da geplant haben bei dem neuen Spiel jetzt. Ich meine, aber Crossplay und Cross-Progression ist schon mal sehr, sehr, sehr nice, dass es auf jeden Fall dabei ist. Es sollte aber auch dabei sein, finde ich. Also cool, dass sie es gemacht haben, aber hat man jetzt mal auch erwartet, ehrlich gesagt. Sollte schon dabei sein. So, bis wohin haben wir denn? Ja, komm her, wenn du Stress willst. Bis außerhalb der Höhle haben wir gespielt, oder? Mit der Zauberin. Ein einfacher Dolch, der bleibt nicht zurück. Den nehmen wir natürlich auch nochmal mit. Auch mal alles mitnehmen. Östlicher Pass. Kräuter und Erz lassen sich in der ganzen Welt finden. Handwerker können sie auf vielfältige Weise einsetzen. Okay, ich verstehe. Nehmen wir natürlich alles mit. Ohohoho. Hey, was da für Loot einfach in so einer kleinen Ecke liegt, ey, unscheinbar. In einem hohlen Baum. Gefühl besserer Loot als nach dem Bossfight. So, jetzt müssen wir nochmal schauen. Jetzt nochmal die besten Sachen reintun. Oho, Junge! Seltener Beinschutz. 4 Intelligenz, 3 Reduktion von Schaden durch entfernte Gegner. 1% Ausweichchance. Hört sich nicht schlecht an. Sehr nice, sehr nice. Wo
müssen wir denn jetzt hin? Zeig mal die Map. Ah, jetzt ist sie aufgedeckt. Okay, hier geht's hoch. Hier aber, glaube ich, auch, ne? Ja. Was ist das denn hier? Kann man hier rein? Windgepeitschte Hütte. Is anyone here? Was auch immer, der Köchel riecht furchtbar. Short fangs, young, freshly turned, an easy kill, further south than the others. They're spreading. If you're going to trespass into my home, rifle through my things, then at least have the decency to join me for supper. I'm bloody hungry. That's quite the story. I wish it wasn't true. But it is. Why did I have that vision? Thank those friendly villagers. They gave you the blood of Lilith. The blood of a demon? Not just any demon. The daughter of hatred. The mother of sanctuary. She was banished ages ago. But this world, it's her creation. It was prophesied she would come back. What does she want? That's the question. Sanctuary has always been trapped amid the eternal conflict. A war between angels and demons. But Lilith serves neither side. She has her own plans for us. And me? Am I corrupted? Not sure yet. But you two share a connection. What will you do about it? Use it. Find out what she's after. Good. Then we're in this together. Rest while you can. Then we'll start in Kyovashad. If we can't stop Lilith, we'll all be damned. Okay, das ist natürlich ein schöner Empfang, ja. Wir kommen hier wirklich einfach rein, durchsuchen seine Sachen und werden dann erstmal aufs Essen eingeladen. Oder zum Essen eingeladen. Ist der jetzt mein Begleiter das? Achso, okay. Lowref folgt uns. Was ist hier denn los? Was ist das denn jetzt hier? Das sah ja komisch aus. Soll das jetzt Schneesturm sein oder was war das jetzt grafisch? Das sah irgendwie ein bisschen komisch aus. Aber allgemein muss ich sagen, sieht die Optik schon sehr cool aus. Sehr, sehr cool. Ja, keine Ahnung, Freunde. Was, welche Klasse findet ihr denn bisher am besten? Und mal eine Frage an die Leute, die von euch auch Diablo zocken und so weiter. Seid ihr, das habe ich nämlich auch schon an, also das habe ich schon beide Seiten gehört. Die einen sagen, ey, sorry, juckt mich gar nicht, ich will einfach nur zocken und meinen Charakter richtig geil aufleveln. Und fette Dungeons machen und hast dich gesehen und Loot finden und so weiter. Und einige sagen, ey, nee, aber die Story ist doch echt ganz cool so, ja. Also die nehme ich auf jeden Fall auch mit. Das könnt ihr mir auch gerne mal reinschreiben, wie ihr das seht. Also ich find's schon interessant, was sie erzählen. Und vor allen Dingen finde ich die normalen Cutscenes sind auch schon ganz nice. Und natürlich Blizzard ist ja schon seit Jahrzehnten dafür bekannt, dass sie ultra heftige
CGI-Cutscenes machen. Ja? Also auch schon bei WoW. Ich habe WoW nie eine Sekunde lang gespielt. Nicht eine Sekunde, habe ich auch nicht vor. Aber die Videos habe ich mir trotzdem hier und da mal reingezogen. Denn die sind einfach ultra krass gemacht teilweise. Ja? Das ist wirklich sehr, sehr geil. Und hier das Intro. Wenn du das erste Mal die Beta startest, da siehst du ja auch nochmal das Intro, was aber schon bekannt war. Wo sich am Ende dann Lilith erhebt. Auch richtig stark gemacht. Richtig stark gemacht. Ah, das können sie auf jeden Fall. Das können sie auf jeden Fall. Ja, krass. Slunch. Verkaufen bringt er jetzt eh nichts, deswegen muss ich erstmal weg hier. Was haben wir denn Neues bekommen dort? Ja. Genau so stark. Okay. So. Nein, nein, auf die Schamanen. Wo schießt du denn hin? Ey, bis der ankommt, habe ich hier schon alle getötet. Sehr gut, sehr gut. Jetzt ja doch ein bisschen was. Bisschen Erz. Bisschen Gold. Ja, Leute, 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 Leute. Es ist schon ganz cool. Es macht echt Bock. Es macht echt Bock. So, hier ist der Weg. Das ist der Weg. So. Was ich aber auch ganz cool fand, war eigentlich auch diese Fähigkeit hier. Speerfeuer fand ich jetzt auch nicht so verkehrt. Aber wie gesagt, das ist schon ganz cool. Gleitklinge aber auch nicht schlecht. Ja, keine Ahnung mehr. Keine Ahnung, Leute. Macht schon echt Bock. So, warte mal, von hier. Nee, glaube hier sind wir nicht. Doch, doch, hier haben wir alle platt gemacht. Gut, ey, dann würde ich, obwohl, ach, keine Ahnung, Mann. Wie gesagt, das ist irgendwie so chillig auch. Das ist halt auch so ein Game. Das kannst du so richtig locker. Alles klar, Junge. Alles klar. Mein lauter und leiser Regler an meinem Headset ist gerade abgefallen. Ja, ist so eine Drehplatte. Okay, cooler Side-Effekt. Super, geil. Ey, was ist denn jetzt hier los? Egal, was wollte ich sagen? Das ist schon so ein cooles Game, was du so locker, flockig, irgendwie so ein bisschen auch runterzocken kannst, ja? Klar, wenn du jetzt auf höheren Schwierigkeitsgraden spielst, musst du natürlich schon ein bisschen besser aufpassen. Dass du nicht komplett auseinandergenommen wirst, ja, das ist klar, aber... Jetzt aktuell auf dieser Schwierigkeitsgradstufe geht es eigentlich doch sehr, sehr easy klar, finde ich. Sehr gut. Mein Begleiter. Okay. Reifeprüfung. Töte die Gefallenen. Komm, das machen wir nochmal eben. Auch das hier, das bringt eigentlich gar nichts jetzt hier für die Beta, weißt du? Das bringt eigentlich gar nichts. Aber irgendwie macht man es trotzdem. Stirb! The Angel in Arius. I'm sure you've heard the Cathedral of Light babbling about their Holy Father. Well, he's real.
An angel walks among us. And when he learns that Lilith is here, blood will flow. They are ancient enemies. They'll drag the whole damn world into their feud unless we can stop it. Let's not linger. Kyovashad lies just ahead. Okay. Was mir auch gerade mal einfällt, ich hätte es eigentlich auch so machen können, dass ich immer jede Klasse bis dorthin spiele, wo ich mit der anderen aufgehört habe. Aber gut. Also ewig sein habe ich jetzt auch nicht am Wochenende. deswegen hoffe ich, ist es okay für euch, dass wir dann jedes Mal mit der jeweiligen Klasse angefangen haben, nochmal neu, aber dann halt die Gespräche und so weiter übersprungen haben. Aber ja. Was ist das denn hier? To enter the city, you must we have no time for this. Ja, wir haben keine Zeit dafür. Wir sind zu wichtig. To enter Kyovashad, you must perform a cleansing ritual. Meaningless gesture, but some people take comfort in it. How dare you? Just let him through, lad. I've tried for years to get Lorath to do the ritual. Fine, but this one stays. I'll meet you inside. Take a piece of holy cedar wood from the shrine and inscribe it with the sin which troubles you. Alles klar. Then cast it into the brazier. As the fire burns the wood, so too will the light burn away your sin. Hey, diese Stadtwachen sehen ja richtig cool aus mit der Rüstung. So ein bisschen Samurai-Style, wa? Ein bisschen, weiß nicht. Gut, ey, was soll ich sagen, Freunde? Es macht Bock. Es macht echt Bock mit der Klasse. Also auch die ist echt ganz cool, wenn du dich ein bisschen besser beschäftigst mit der Sache hier. Vor allem auch, was hier denn noch wartet, Schattentritt und so. Werde unaufhaltsam, bewegt euch schnell durch die Schatten und stecht aus dem Hinterhalt auf ein Opfer ein. Wodurch ihr 38 Schaden verursacht, erhaltet danach 2 Sekunden lang 50% mehr Bewegungsgeschwindigkeit. Auch nicht schlecht. Krähenfüße. Dass du hier alles noch freischalten kannst. Oh Junge, wie weit geht denn das runter? Okay, krass. Ja, cool. Was soll ich sagen? Wir machen hier erstmal Schluss. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Klasse ihr am coolsten fandet jetzt hier. Vielleicht schaffe ich es nochmal mit euch gemeinsam ein weiteres Mal nochmal bei den Barbaren reinzuschauen. Um da nochmal ein bisschen tiefer reinzugehen bei den Fähigkeiten. Ich wüsste es jetzt nicht, welche Klasse ich nehme. Ich würde wahrscheinlich zur Zauberin tendieren, weil ich schon relativ am Anfang sehr stark war, fand ich so. Ist halt so die Frage, wie du denn mit dem Mana und so umgehen musst, ob das dann ein bisschen schwieriger wird später. Keine Ahnung, aber grundsätzlich hat alles Bock gemacht. So, ich hoffe euch auch, wenn es der Fall ist, liken, kommentieren auf jeden Fall und dann haut rein.